Du liebst mich gar nicht mehr. Hallo? Hallo. Ich will nicht mehr hier in der Kälte bleiben. Es ist dunkel, gruselig und kalt hier. Sag was dazu, du kannst nicht immer vor jedem Konflikt weglaufen. Erinnere dich an den großen Step-Up bei der Rally of Hope, da bist du auch weggelaufen. Ich laufe gar nicht weg, aber... Nichts aber. Entweder du nimmst mich jetzt hoch in die Wärme oder du setzt deinen dreckigen Arsch demnächst woanders drauf. Ja, du könntest die verdammte Hose öfters mal waschen. Ja, aber bei der nächsten Tour wird das eh schon wieder dreckig. Machst du das bei jeder Frau so? Wenn du eine Tour mit ihr hattest, wäschst du dich nicht, weil du bei der nächsten eh wieder dreckig wirst? Nein, also, nimm mich jetzt mit hoch. Ich kann dich nicht mit nach oben nehmen. Meine Frau flippt aus, wenn sie dich oben sieht. Wen liebst du mehr, mich oder deine Frau? Ja, ich liebe... Weißt du was, vergiss es. Am Anfang hast du mir noch so viele schöne Sachen gekauft und jetzt schon lange nicht mehr. Du liebst mich einfach wirklich nicht mehr. Vielleicht hast du ja schon ein anderes Bike. Dieses hässliche, fette Radon vielleicht, was du so toll fandest, aber nicht zu haben war. Nein, also so war das gar nicht gemeint. Ich finde dich auch schön und deine Teile waren auch viel besser als das von dem anderen Fahrrad. Ah, jetzt geht's also wieder nur ums Äußere. Weißt du was? Dann komm halt mit nach oben. Aber du kannst nur so lange da bleiben, bis meine Frau nach Hause kommt. Bevor sie nach Hause kommt, musst du auf jeden Fall wieder hier runter, sonst gibt das ein Riesentheater. Ja, okay, besser als gar nichts. Okay, dann bringe ich dich jetzt hoch. Ah ja, jetzt schaust du dir wieder diese Schlampen auf YouTube an. Nein, ich hab nur zufällig gerade, also das war zufällig dran. Ich hab's gerade erst angemacht. Weißt du was, eigentlich bin ich ja auch ganz glücklich mit dir. Ich bin auch wirklich glücklich mit dir und ich will auch gar kein anderes Bike haben, weißt du? Ich hoffe, wir sind noch ganz, ganz lange zusammen. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, es geht euch gut und das Video hat euch gefallen. Ja, vielleicht kennt ihr das ja, dass ihr so eine kleine Diskussion hin und wieder mit euren Frauen über eure Fahrräder habt, dass sie nicht verstehen können, wieso ihr da so hyped für seid. Ich habe das Glück, dass meine Freundin sehr, sehr offen ist und sie geht auch öfter sogar mit mir zusammen mal fahren, auch wenn sie gar nicht jetzt die Strecken so fährt wie ich dann zum Beispiel. Nicht, dass ich jetzt so ein Pro bin, sondern ganz im Gegenteil. Aber wir gehen einfach dann zusammen raus und genießen die Zeit zusammen und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wenn euch das gefallen hat, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Vielleicht fällt mir noch die eine oder andere Story ein mit meinem Bike, meiner Frau zusammen. Und ja, vielleicht können wir ein bisschen so eine kleine Reihe daraus machen. Ich hätte da auch noch zwei andere Fahrräder im Angebot, die eigentlich noch ja, Charaktere sein könnten. Und vielleicht findet ihr das ja ganz witzig. Es war ganz interessant, das mal so als Experiment zu machen. Nicht ganz so einfach, die Geschichte. Ich habe gedacht, es wäre ein bisschen einfacher, auch in der Post-Production und so. Aber man lernt ja immer dazu. Bei dem ganzen Fahrradkram vergesst nicht, euren Frauen Liebe zu geben, denn ihr wisst ja, es ist Valentinstag heute und vielleicht könnt ihr heute mal eurer Frau ein bisschen mehr Liebe und Aufmerksamkeit geben. Und ja, vergesst das einfach nicht, ne? Es gibt noch wichtigere Dinge als unsere Fahrräder. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.